Richtung. Oder? Der hat die Frau für die Organspende überfahren. Das Auto war unten ganz rot. Ich glaube, es ist passiert. Es ist passiert. So, der steht immer noch da. Die andere Seite. Wie gehen wir in die Richtung? Unser. So, also jeder, der ein. Ja, das war der Organlieferant. Wer nervös reagiert, wenn er sie von Polizisten angesprochen wird, ist gleich schuldig. Ami-Style. Ja, genau. Wir sind ja hier auch im Ami-Style unterwegs. Haben sie gerade gefurzt? Excuse me, das muss bestraft werden. Kann ich mal nach Ihrem Personalausweis? Ich darf Ihren Ausweis sehen. Hier, bitte. Kann ich mal gucken? State of Franklin Walker. Waffenschein. Die hat einen Waffenschein. Darf die. Sie scheint nervös zu sein. Die hat einen Waffenschein. Ich möchte sie gerne mal abtasten. Abgetastet, wurde keine Gegenstände gefunden. Okay. Verstoß laufen lassen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Brumm, brumm. Gute Fahrt, die Dame. Aber nicht auf dem Bürgersteig weiterfahren. Sie gehören demnach auf die Straße. Okay, so. Wen haben wir denn hier? Wen kann ich denn hier am Schlepp... Oh, oh, oh. Taxi. Taxi hat falsch geparkt. Juhu. Was ist der Unterschied zwischen abtasten und durchsuchen? Weiß ich nicht. Können wir rausfinden. Strafzettel. Ausrichtung, Position, auf dem Bürgersteig. Alter, dann ist das auch noch so ein armer Taxifahrer, dem wir jetzt die Kohle aus dem Sack ziehen, wollte ich sagen. Die Kohle aus der Tasche ziehen, nur weil er hier mit einem Rad drauf geparkt hat. Achtung, Polizei hat Vortritt. Ey! Beinahe überfahren hier. Ist das zu weit in der Fahrbahn? Das ist schon weit weg vom Bürgersteig. Wir testen es einfach mal. Ich muss das mal testen. So. Ausrichtung, Position, Ausrichtung, zu weit auf der Fahrbahn. Mal gucken. Oh, das war okay. War das jetzt grün, weil das richtig war? Excuse me, ich hab einen, Alter! Der hat mich einfach überfahren. Okay, das ist Parken in die falsche... Nee, du parkst in die falsche Fahrtrichtung. Hier. Position, falsche Richtung. Bing. So aber nicht. So aber nicht. Ey, wir sind hier die Strafzettel. Security. Das ist schon lustig hier. Also Security Solution wahrscheinlich. Und dann hat aber der Brick Mortar Bar and Lounge, die haben ihr Schild einfach drüber gehängt. So. Excuse me, ich hab... Kann ich die anhalten? Alter! Der hat beinahe die Olle! Hallo, excuse me! Hier, Verstoß bestrafen! Wegen unerlaubter Straßenüberquerung. Direkt hier Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die 20 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Die ist vors Auto gelaufen. Ja. Kann ich die nochmal bestrafen? Oh, warte mal. Ich möchte kurz Ihre ID Ihren sehen. Ihren Ausweis, bitte. Ja, Tibi war es. Mein Ausweis. Und, oh, Marinfinity, hallo. Tooltips, ja? Führerschein. Oh, der ist abgelaufen? Ablaufdatum. Ja, der ist abgelaufen. Haha, Mädchen, direkt erwischt, Verstoß bestrafen. Hier, für PA abgelaufen. Direkt Sie noch ein Strafzettel. Einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Gib her die Kohle. Ich stopf die mir direkt in die Tasche. Oh Gott. Okay, dann durchsuchen wir die jetzt auch noch. Wir machen Durchsuchung. Wir haben Feuerzeug. Durchsucht Feuerzeug. Ja, okay. Schönen Tag noch.
Auf Wiedersehen. Danke fürs Feuerzeug, ich gehe jetzt eins kiffen. Dankeschön, ich gehe jetzt in mein Kifferhäuschen. Guck mal hier, das ist ein guter Platz. Nee, das ist nicht so eine Kiffer. Wir suchen uns jetzt eine Kifferzone. Hey, hier, guck mal, das ist doch abgelaufen. Guck mal, unerlaubtes Parken. Unfassbar, so, zack, bumm, Strafzettel, Parkour abgelaufen, jawollo, Delta Neptun! Dankeschön, Wollo, schön, dass du herzlich willkommen, Delta Neptun. Oh, Wollo. Guten Abend, herzlich willkommen beim Police Simulator. Oh Gott, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz, wir gehen, ich muss das auf meinen Ohren ein bisschen leiser machen. Das Spiel muss auf meinen Ohren ein wenig leiser sein. So. Also mit C. C. Schichteinstellsteuerung. Nee, weiter. Weiter. Ich habe viel zu viel Spaß bei der ganzen Geschichte hier. So. Wir schauen mal. Nee, das ist blau. Guten Tag. Hat einer von. Haben Sie Gras dabei? Ja, der war's? Oder der hat Gras? Okay. Guten Tag. Haben Sie vielleicht ein bisschen Gras für mein Feuerzeug? Nein, auch nicht. Schade. Was gibt's denn hier? Gibt's hier. Oh, ansprechen. Was verkauft denn der? Kann ich mir hier was... Kann ich mir hier was kaufen? Oh, jetzt habe ich den schon angebabbelt. Nee, wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Okay, nächstes Auto. Ach, C sollte ich mal drücken. Nee, C auch nicht. Schade. Ist die Kategorie noch auf Sims? Ich sehe es gerade nicht. Oh, Parkour abgelaufen. Kuh beim Befragen. Okay, Strafzettel wegen Falschparkens, wegen abgelaufener Parkour. Kiffen tut doch niemand weh. Das stimmt. Also wehtun tut's nicht. Nein. Mädchen, das ist hier nicht der Straßenstrich, ja? Gehen Sie mal weiter. Gehen Sie mal weiter. Kuh soll ich drücken bei der Fanta Kati! Was soll ich machen? Ich soll C für die Karte, glaube ich. Nee, C gibt nicht. C habe ich schon getestet. Barry, hi! Bin so platt, letzte 3 Tage jeden Tag C schon gearbeitet, morgen und Sonntag auch nochmal. Oh nein, du Arme! Zum Verkaufen musst du R drücken. Hallo, Summer! Ja, R habe ich schon nicht getestet. Nee, R auch nicht. R für den Straßenstrich. Um sie zu verkaufen. Ich habe es versucht, es ging leider nicht. So, jogg mal. Straßenüberquerung, unerlaubt. Ich darf das. Ich bin die Polizei. Ich mache mir Blaulicht auf den Kopf und dann darf ich hier sowieso alles. Das ist wieder das Organspendeauto. Halt, stopp, Polizei. Halt, stopp, Polypop. Oh, Mann, du. So, nein. Alles in Ordnung? Dang it. Warum seid ihr... Oh, oh, Opfer. Komm her, weißes Auto. Du stehst A im... Oh, morgen kann ich die alle bestrafen. Morgen ist Mittwoch und ich kann die morgen alle bestrafen, weil die im Halteverbot stehen. Wegen dem Bürgersteig. da war eine abgelaufene Parkour. Was? Bing, wo ist die abgelaufene Parkour? Stopp. Ich hab Vortritt. Ich hab nicht gedacht, dass das geht! Was zur Hölle? Tag wiederholen? Willst du mich verarschen? Alter! Hedda, guten Abend! Was? Habt ihr den Benny lachen hören? Alles klar, da gibt's einen Knall. Wenn ich den erwische. Alter. Das war gerade alles für den Arsch. Alles für den Poppes, der ganze Tag. Oh Mann, ey. Ich hab nicht gedacht, dass das geht. Das ist eine Alpha. Ich wurde einfach überfahren. Lecco mio, wenn jetzt wird hier der Knüppel rausgeholt. Jetzt wird hier jeder bestraft, der... Guck mal, es ist einfach nochmal Dienstag. Warum kann nicht einfach Mittwoch oder... Aha! Direkte Bestrafung wegen abgelaufener Kennzeichen. Patz, der Tag beginnt. Sehr gut. Oh, tüm.
Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich wollte halt. Der. Alter, warum kann ich die nicht bestrafen für deren kaputten Windschutzscheiben? Ganz ehrlich, da haben zu viele nackte Mädels auf der Motorhaube gesessen. Da müssten auch lauter Arschabdrücke auf der Windschutzscheibe sein. Das wird den Zustand erklären. Oh Mann, oh ey. Kann doch nicht sein, ey. Oh, was? Nein, Eseltor! Ja, guten Abend. Alter. Alter, Eseltor, danke schön, guten Abend. Buddy, schön, dass du da. Danke schön für deine 10 Community-Abos. Dankeschön für dein Abo an Demette, für Manga, für Jessie Rainbow, für Crumbie, für Josie, für 8Eye, für Elephant, für Kleinstadtmädchen, für Anna Mani und Aninas. Oh Mann, dankeschön. Und auch nochmal danke. Ich glaube, du warst nicht da, als ich mich bedankt habe. Für dein verlängertes Stufe 3 Abo. Dankeschön, Eselsohr. Oh Mann, oh. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen beim Polizeisimulator. Oh Gott. Eventuell wurde ich gerade vom Auto überfahren. Stopp! Ich... Nein! Okay, der Adrenalinkick war da. Alter, danke schön für deine 10 Abos. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh Gott. Okay, Jo? No. Grüne Parkuhr. Grünes Schild. Blau. Taxi? Ich kann schon wieder keinen Taxifahrer bestrafen. Die armen Taxifahrer. Blau. Grün, grün, blau. Was anderes machen wir ja nicht. Komm, wir beobachten den mal. Kann ich den? Ich kann den voll auf den Arsch glotzen. Wenn ich möchte. Aber möchte ich, glaube ich, nicht. So, hier, da haben wir wieder, Ja. Wolltest du hier gerade parken? Ja, hier in die Parklücke rein. Alter. So, wie sieht's hier drüben aus? Rempel mich doch nicht an, ey. Alla! Ja, Livette, hallo! Oh, grüne Kaulquappe! Heute hast du einen Tag gehabt und gleich beim Einschalten eine Lache gehört. Erstmal Tag gerettet. Och man, grüne Kaulquappe, was war denn los heute? Gibt's auch nur Kriminelle oder Parkuhren? Ich weiß es nicht. Wir sind halt noch Streifenpolizei. Es ist eine Alpha. Also ich weiß, ich habe gesehen im Taser. Im Trailer habe ich gesehen, dass man Leute tasern kann. Das würde ich ja gerne machen. Telefonieren und laufen ist aber eine Straftat. Können wir wieder jemanden neben dem Zebrastreifen erwischen? Jemand, der nicht ganz auf den Strich geht? Sondern so knapp... Oh, hier... Aha. Haben wir das nicht geklärt? Dass das mit dem Anschaffen und so hier in der Straße, dass das nicht in Ordnung ist. Meine Dame, zeigen Sie mir jetzt bitte einfach mal deinen Ausweis. Bitte. Ja, Sie sind viel zu jung. Das sehe ich an der Nasenspitze. Bitte schön. Darf ich mal hier bitte einmal drauf gucken? Schusswaffen, Waffenschein. Oh ja. Warum haben die alle einen Waffenschein? Die Claire. Geschlecht weiblich. Passt, der ist nicht mehr abgelaufen. Dang it, ich habe nicht mal irgendwas in der Hand gegen sie. Aber anfassen würde ich die gerne mal. Kann ich mal ganz kurz hier einmal einen Tittengrabscher machen? Nein, okay, auch nicht. Nichts gefunden. Oh! Was ein Glückstreffer! Ich habe unseren Dealer gefunden. In Brighton ist der Besitz von bis zu 28 Gramm Cannabis erlaubt. 28 Gramm, das ist schon ganz schön ordentlich. Das Zeug für mein Feuerzeug. Oh, yes. Nein. Ah! Hinterher. Alter. Stopp, Polypop. Hier geblieben. Hallo. Nein. Alter. Hast du einen Arsch auf dem Mädchen? Warum kann ich die nicht ansprechen? Wie kann ich die hauen? Hallo. Was muss ich jetzt machen? F, mach ich doch die ganze Zeit. Kann ich dir mal... Hallo? Oh! Excuse me! Kann ich die boxen? Irgendwie? Wie komme ich an meine... Parken. Ja. Okay, habe ich direkt... Drücke um Details. Hallo? Alter, wie erwische ich die? Kann ich die fürs Auto stoppen? Einhalten! Polizei! Stehen bleiben! Wie kann ich die... Beinahe wäre sie fürs Auto gelaufen. Alter, ich will doch nur das Gras haben! Mädchen! Gib mir meinen berechtigten...
Tasern. Ja, aber wie denn? Irgendwo kann man Tools auswählen. Ja, wo? Das ist die Frage. Kann das einer mal schnell googeln, solange ich hier hinterher renne? Vielleicht mit Tab? Alter, wo ist sie jetzt hin? Dang it. Nein, kein Tab. T wie Tasern. Z, U, I wie Inventar. Nein, das ist Info. O. O? Was war mit O? Nein. P, nein. L, K, J, H, M, N, B, V, C, X, Y. Alter, Shift. Nein, Shift macht mich nur langsam. Strick. Oh, Strick? Kriege ich einen Mauspfeil? Alter, kann doch nicht sein. Oh nein, das ist automatisches Laufen. Was habe ich gedrückt? Dang it. Nein, mein Mauspfeil. Oh, wo ist sie jetzt hin? Da rennt sie. Hinterher. Drücke I, um Details auszublenden. Ja, habe ich doch gemacht. Im Zweifel alles drücken. Gib mir eine Steuerungsoption. Oh ja, warte mal. Das ist eine gute Idee. Steuerung. Tastaturbelegung. Vorwärts wählen, Ring rechts. Sprint ein aus. Interagieren. Ausrüstung öffnen. Ausrüstungsrad öffnen. Ja, Tab. Das habe ich getestet. Primäre Ausrüstung, sekundäre Ausrüstung. Ausrüstung auffüllen. Inventargegenstand 1, 2. Mütze auf, absetzen. Okay, Karl nach links lenken. Oh, man kann auch Auto fahren. Map-Screen. Okay, warte mal. Mit Tab. Okay, warte mal. Mit Tab. Mit Tab. Ah. Haha! Okay, warte mal. Hier geblieben. Stopp, Polypop. Anhalten. Polizei! Oh, das war viel zu weit weg. Ich muss näher dran. Ich muss näher dran. Hier geblieben, Mädchen. Hier geblieben. Sofort stehen bleiben. Oh, Entschuldigung. Handschellen. Oh Gott, wegen Betäubungsmittel. Let's go. Besitz von Betäubungsmittel. Alkohol. Alkohol, Drogen muss alles am Steuer. Nee, Besitz von Betäubungsmittel. Besitz von zu viel Cannabis. Ich muss sie festnehmen, wegen des Mitführens zu großer Mengen Cannabis. Das ist mir doch egal, ob die sich ergeben hat. Bitte begeben Sie sich auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Hä, natürlich. Natürlich, Mädchen. Du fährst jetzt direkt für den Rest des Lebens in den Knast. Wir fangen den Transporter rufen. Um eine verdächtige Person festzunehmen. Wir haben jemanden erwischt. Wir haben jemanden, das ist... Jetzt darf ich mich nur nicht vom Auto wieder überfahren lassen. Ja, hallo, die wollte mir mein Gras zu meinem Feuerzeug nicht rausrücken. Also, da ist Taser und lebenslänglich. Bei 2 Gramm dabei sind kein Igel lebenslänglich. Ja, richtig. Beruhigen, wie viel Freude sie hat. So, kann ich die jetzt hier stehen lassen? Kann ich weiter Autos kontrollieren? Oder muss ich jetzt hier warten, bis der Gefangenentransporter kommt? Was mache ich denn jetzt? Meint ihr, die rennt weg, wenn ich jetzt weggehe? Gibt's dafür eine Animation? Warte mal, Information? Rechtmäßig Bußgeld wegen abgelaufenen Kennzeichens parken. Ja, warte mal, kann ich mit der nochmal babbeln? Ansprechen? Verstärkungsanforderung abbrechen. Ach nein, nein, nein. Die Verstärkung kommt gleich. Kommt die da angerannt? Kommt die zu Fuß? Ist das mein Gefangenentransporter? Hallo, ich bin hier, um die tatverdächtige Person in Gewahrsam zu nehmen. Begleiten Sie mich widerstandslos zum Streifenwagen. Begleiten Sie mich widerstandslos zum Fahrzeug. Wenn sein muss. Das war ja wie ein Heiratsantrag. Dum di 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 dum. Dum di dum di dum di dum di dum di dum di dum. Polizei, Kolonne, die Kolonne geht los. Dum di dum di dum di dum di dum di dum. Pinkelst du jetzt da an den Pfosten oder sind wir jetzt hier stehen geblieben? Burger Heaven, Sir. Der hat vor allem auch so geparkt. Kann ich den jetzt bestrafen, weil er sein Auto...
Kann ich den jetzt bestrafen, weil er sein Auto hier unrechtmäßig geparkt hat? Geht das? Kann ich das kapern? Kann ich das nehmen? Darf ich Auto fahren?